Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Züge zu schwer geworden für die vorhandenen zweifach gekuppelten Schlepptender-Personen- und Schnellzuglokomotiven. Diese mussten daher leistungsstärkeren, dreifach gekuppelten Maschinen weichen, wie den im ersten Filmteil behandelten Pazifik-Loks. Das gleiche Leistungsproblem galt für die Dreikuppler-Güterzug-Schlepptender-Loks, die daher vier- und fünffach gekuppelten Maschinen weichen mussten. Steigende Bedeutung kam dabei auch dem Einbau von Laufachsen zu. Den technischen Hintergrund werden wir später kurz beleuchten. Im Personen- und Schnellzugverkehr führte die Entwicklung weiter bis zu den vierfach gekuppelten Loks der Baureihen 19, 39 und 06, im Güterverkehr bis zur sechsfach gekuppelten Baureihe 59 und zu den Loks der Baureihe 45 mit fünf gekuppelten Achsen und einer Gesamtachsfolge 1E1, die als nächste in unserer Reihe zu bewundern sein wird. 1937 entstand bei der Firma Henschel als Baureihe 45 die stärkste deutsche Güterzuglokomotive. Wir lassen das letzte Exemplar anlässlich des großen Bahnjubiläums 1985 in den aufgelassenen Güterbahnhof Dahlhausen einrollen. Eingerahmt von sehr attraktiven, etwa gleichaltrigen Altbau-E-Loks. Wichtige Daten der 45er in Stichworten. Kesselüberdruck anfangs 19,6 bar. Drillingstriebwerk mit geringer Neigung zum Schleudern beim Anfahren der Züge, die in der Ebene schließlich bis zu 1800 Tonnen wogen. Beispiel Mannheim-Basel. Anfangs, zum Teil auch später, zeigten sich umfangreiche Kesselschäden. Der relativ große Treibraddurchmesser von 1600 mm diente zum Erreichen einer Geschwindigkeit von 90 km/h. Ein Kraus-Helmholtz-Lenkgestell vorne sowie eine Bissel-Schleppachse hinten sowie geschwächte Spurkränze des dritten und vierten Kuppelradsatzes ermöglichten gute Kurvenläufigkeit. Nach dem Krieg erhielten 10 Loks bei der DB neue Steh- bzw. Hochleistungskessel mit Verbrennungskammer sowie mechanische Rostbeschickungsanlagen, um den sonst notwendigen zweiten Heizer zu ersetzen. Ihre Leistung erreichte ca. 3000 PSI. Einige der Loks wurden zu Versuchszwecken und als Bremslokomotiven eingesetzt, eine davon in Mühldorf bei München, unsere Lok 45010. Glückssache. Rendezvous mit der 1939 als erste gebaute Lok der Güterzug-Einheitsbaureihe 50. Unsere 50001 besitzt inzwischen eine Zugführerkabine im Tender, wie sie in ca. 730 weitere DB50er zu Beginn der 60er Jahre eingebaut wurden. Stichworte zur Baureihe 50. Leistung 1625 PSI, Kesselüberdruck 16 bar, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h,
Länge über Puffer mit Tender rund 23 Meter. In den 1960er und 70er Jahren konnte man noch vielerorts die Lokomotiven vor Güter- und Personenzügen antreffen. Wegen ihrer niedrigen Achslast von maximal 16 Tonnen besonders häufig auch auf Nebenbahnen, wo sie die Tenderlokomotiven verdrängten. Wir begegneten ihnen unter anderem im Ruhrgebiet, auf der oberen Ruhrtalbahn, in und um Köln, Gremberg, Riesa und Nossen. Bei Führerstand-Mitfahrten vor Güterzügen erwiesen sich in einigen Situationen die Zugbewegungen der mit Zwillingstriebwerken ausgestatteten Loks für uns erst als recht gewöhnungsbedürftig. Die einfachen, jedoch insgesamt sehr gelungenen und bewährten Maschinen der Baureihe 50 wurden von den meisten europäischen Lokomotivfabriken gebaut. Einschließlich der von der rumänischen Eisenbahn bis 1959 nachgebauten 282 Loks entstanden insgesamt 3.446 Exemplare. Noch in den 70er Jahren waren 50er im Ruhrgebiet fast allgegenwärtig. Nicht selten sogar vor Personenzügen, wie hier im Hauptbahnhof Wanne-Eickel. In Duisburg-Wedau wurde das westdeutsche Auslauf-BW für diese Baureihe bis zum Februar 1977. Einen Star-Auftritt hatte 50622 bei den Jubiläumsfeierlichkeiten 1985 im Nürnberger Raum. Die Reichsbahn der DDR legte Anfang der 60er Jahre ein Modernisierungsprogramm für 208 ihrer 350 Loks der Baureihe 50 auf und gab ihnen die Kennzeichnung 50 hoch 35.
Als wesentlich zu nennen sind die neuen geschweißten Kessel mit Stehkessel, die Feuerbüchse mit Verbrennungskammer sowie sehr effektive Mischvorwärmer. Der Anblick des trapezförmigen Kastens der Mischvorwärmeranlage über der Rauchkammer war für uns zuerst recht fremdartig. Doch hiermit lässt sich ca. 15% der eingespeisten Wassermenge durch Kondensation zurückgewinnen. Das Speisewasser wird vorgewärmt, entgast und entschlammt, Öl wird abgeschieden und Kesselsteinbildner ausgefällt. Von den 208 Maschinen wiederum wurden ca. 70 auf Ölfeuerung umgebaut und als Baureihe 50/50 gekennzeichnet. Diese ölgefeuerten Loks sollten unter anderem die 42er ablösen, da diese inzwischen einen zu hohen Unterhaltungsaufwand und Kohleverbrauch aufwiesen. Anzutreffen waren die Loks der Baureihe 50/50 im nördlichen Flachland der DDR. Außer diesen rekonstruierten Loks entstand noch eine Neukonstruktion mit der Baureihenbezeichnung 50/40, die man aber nicht mit der DB-Umbaulok der gleichen Nummerierung verwechseln darf. Die DR-Baureihe 50/40 stellt in vielen Teilen eine Modernisierung der Baureihe 50 dar, wobei die Baureihe 23/10 in Bezug auf die Konstruktion mehrfach Pate stand. Bei etwas höherer Leistung war die 50/40 sparsamer im Kohlenverbrauch als die 50er. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Verringerung vermeidbarer Wärmeverluste baute die Firma Henschel ab 1955 in 31 Loks der Baureihe 50 Rauchgasvorwärmeanlagen der Bauart Franco Crosti ein. Hierbei liegen zwei Kessel übereinander, wovon der untere die Funktion eines Vorwärmerkessels hat. Bei dieser Konstruktion werden die durch den Langkessel in die Rauchkammer geleiteten Rauchgase dort umgelenkt und durch den Vorwärmerkessel geführt. Von hier aus gelangen Rauchgase und Abdampf durch einen charakteristischen Seitenschornstein ins Freie. Die auf diese Weise vergrößerte Gesamtheitsfläche ermöglichte eine erhöhte Nutzung der Abgaswärme zur Vorwärmung des Kesselspeisewassers. Hierdurch betrug die Einsparung von Brennstoff zwischen 15% und 20%. Der seitliche Schornstein führte bei bestimmten Windverhältnissen zu Rauchgasbelästigungen im Führerhaus, manchmal sogar verstärkt durch Kohlenstaubwirbel vom Tender her. Der normale Schornstein wurde zum Anheizen der Maschinen an den Abzugshauben der Lokschuppen beibehalten. Ab 1942
entstand unter der Federführung von Friedrich Witte die Kriegsbaureihe 52 als stark vereinfachte und fertigungsleichte Version der Baureihe 50 mit eigenen baulichen Merkmalen, wobei man die ersten, noch in geringerem Maße veränderten Maschinen 50 Übergangskriegslok nannte. Diese und die 52er wurden für den Truppen- und Materialtransport eingesetzt, wobei für den Einsatz im Osten allerdings zusätzliche Anforderungen an den Frostschutz wie unter anderem die Isolierung von Kessel- und Tenderwasserkasten und der freiliegenden Leitung sowie doppelwandig geschlossene Führerhäuser berücksichtigt werden mussten. Die Zahl der vorgenommenen Vereinfachungen ist zu groß, um hier aufgeführt werden zu können. Ins Auge fällt zum Beispiel der Blechrahmen, der einfacher zu bearbeiten war als der Barrenrahmen, das Fehlen des Knorr-Oberflächenvorwärmers und der großen, nur zum Teil durch kleinere ersetzten Windleitbleche. Insgesamt wurden mehr als 6000 Exemplare von verschiedenen, jetzt zusammengeschlossenen Lokfabriken erbaut. Sehr viele fanden sich schließlich in etlichen europäischen Ländern wieder. In Österreich und der Tschechoslowakei erhielten jeweils ca. 200 Loks eine Ölfeuerung. Auch nach dem Krieg entstanden, meist aus verbliebenem Material, noch weitere 52er, wobei man viele technische Neuerungen zur Erprobung brachte. Wir sehen als Modell exemplarisch die zuletzt in Duisburg bis 1963 stationierte 52-138 mit einer Henschel-Dreitrommel-Mischvorwärmeanlage mit zweistufiger Turbopumpe und exotisch wirkenden seitlichen Trommeln. Das kalte Speisewasser wurde auf der Seite des Lokführers eingeleitet, die Heißwasserkammer lag auf der Heizerseite. Als Baureihen 52/18 und 52/19 bezeichnet wurden die mit Kondensationseinrichtung ausgestatteten 178 Kriegslokomotiven mit zwei unterschiedlich großen Kondenstendern, die ab 1943 für lange Strecken mit unzureichender Speisewasserversorgung gebaut wurden. Im Betrieb schlug sich der Maschinenabdampf in den mit Axiallüftern versehenen Kondensationstendern nieder und strömte als vorgewärmtes und enthärtetes Speisewasser erneut dem Kessel zu. Diese Loks bewährten sich und konnten bis zu 1200 Kilometer weit ohne Wasser fassen, zum Beispiel durch die Steppen der UdSSR fahren. Ab 1958 hat man bei der DR die verbliebenen 52er, welche hier ein Rückgrat des Wiederaufbaus bildeten, einer Generalüberholung zugeführt. Dabei wurde ein Teil der Vereinfachung wieder beseitigt. Zudem bekamen über 200 Loks neue Stehkessel in geschweißter Ausführung und Speisewasservorwärmanlagen vor dem Schornstein in der Rauchkammer. Sie erhielten die neue Baureihenbezeichnung 52/80, während die ohne neuen Stehkessel überholten Loks ihre alte Bezeichnung behielten. Bis in die Mitte der 70er Jahre fand man diese Maschinen vor allem im Großraum Berlin im Güterverkehr eingesetzt, während die Loks der Baureihe 52/80 fast über die ganze DDR verteilt waren.
Diese schöne preußische Güterzug-Schlepptender-Lok der Gattung G3, später Baureihe 53/70, ist für uns durch glückliche Fügung erhalten geblieben. Von 1867 bis 1899 wurden ca. 2500 Exemplare für in- und ausländische Bahnen gebaut. Diese Zahl spricht für sich. Die ab 1919 gebauten Güterzugloks der G3-4H zählten zu den leistungsfähigsten 1C-Lokomotiven Europas, bei vergleichsweise geringem Brennstoffverbrauch. Von den 225 Maschinen überlebten die meisten den Zweiten Weltkrieg. Die letzte wurde erst 1966 ausgemustert. Erwähnt sei der hochgelagerte große Kessel, die breite Feuerbüchse, die Speisewasservorwärmanlage und vor allem die Tatsache, dass das bayerische Festhalten an der zweistufigen Nassdampfdehnung für Reise- wie auch Güterzugloks bei diesem Loktyp zugunsten eines einstufigen Heißdampftriebwerks aufgegeben wurde. Die meisten Maschinen verblieben in Süddeutschland. Als die verschiedenen C-Kuppler allenthalben in Schwierigkeiten bei der Bewältigung der gestiegenen Zuglasten gerieten, ließen die Länderbahnen unterschiedliche D-Kuppler entwerfen und bauen, die preußische Staatsbahn sogar vier verschiedene Typen. Die auch unter den Voraussetzungen des Ersten Weltkriegs leicht zu bedienenden, einfachen Nassdampfloks der Gattung preußische G7/1, später 55/0, erreichten eine Stückzahl von über 1200. Die letzte dieser ab 1893 gefertigten Maschinen war bis 1966 im Einsatz. Bei der Weiterentwicklung der Baureihe 55 erhöhte man durch verschiedene Maßnahmen das Reibungsgewicht, wozu auch der vergrößerte und verstärkte Kessel zählte. Weiter sind vor allem die Schmidtschen Rauchrohrüberhitzer und der Knorr Speisewasservorwärmer zu nennen. Diese Lokomotiven der Gattung G8/1, später 55/25, waren über alle Maßen erfolgreich. Hergestellt in mehreren Firmen, betrug ihre Stückzahl im In- und Ausland insgesamt rund 5250. Die beiden deutschen Staaten konnten noch auf die Leistung von mehr als insgesamt 1000 dieser Maschinen zurückgreifen. Ende der 1960er Jahre zum Beispiel vermochte der Eisenbahnfreund tief im Westen noch sehr viele davon anzutreffen. 1967 zum Beispiel noch über 80. Zu nennen sind vor allem Gremberg und Neuss, wo einige unserer Filmszenen entstanden, sowie Duisburg-Wedau und Hohenbuttberg. Im BW Reit beispielsweise waren nach Ausmusterung der letzten 24er nur noch Loks der Baureihe 55/25 stationiert, immerhin ein Dutzend. Erst in den frühen 1970er Jahren erfolgte die Ausmusterung der letzten Exemplare.
Um die reichlich vorhandenen Loks der Baureihe 55 hoch 25 auch im Reisezugdienst, das heißt mit 70 statt 55 km/h einsetzen zu können, versah man fast 700 dieser Fahrzeuge mit einer Vorlaufachse. Durch diese Maßnahme, die die Kurvenläufigkeit verbesserte, konnten die Loks jetzt auch auf Nebenbahnen mit weniger starkem Oberbau eingesetzt werden. Denn die Achslast sank wegen der besseren Verteilung der Lokdienstlast im Mittel um etwa 1,5 Tonnen, obwohl sich die Lokleermasse um 5,7 Tonnen erhöhte. Allerdings verringerte sich dadurch auch die Lokreibungslast von ca. 70 auf 64 Tonnen, ein Umstand, der wesentlich zur Entwicklung der preußischen G10, später 57 hoch 10, mit 5 statt 4 gekuppelten Achsen beitrug. Wir suchten 1967 die letzte dieser bewährten Maschinen auf dem Schrottlokgleis im BW Hohenbuttberg auf. Die G8 hoch 2 war eine von der preußischen Staatsbahn vereinfachte Variante der G8 hoch 3, die wiederum aus der G12 abgeleitet war. Im Gegensatz zu jener Variante wurde die G8 hoch 2 lediglich mit einem Zwillingstriebwerk ausgestattet. Die G8 hoch 3 besaß ein Drillingstriebwerk. Von rund 1000 dieser Maschinen gingen 150 in die Türkei und nach Rumänien. 4 Loks bekamen eine Kohlenstaubfeuerung, 5 wurden mit Lenz-Ventilsteuerungen ausgestattet, für die Oldenburgische Bahn, welche mit dieser ungewöhnlichen Steuerung Erfahrung besaß. Die Lübeck-Büchner Eisenbahn orderte 8 Loks, die der 56 hoch 20 im Wesentlichen entsprachen, aber als 56 hoch 30 bezeichnet wurden. Eine davon blieb uns erhalten. Die Lokomotiven konnten wegen ihrer hohen Achsfahrmasse von 17 Tonnen nur auf Hauptbahnen eingesetzt werden, was hauptsächlich im Nahgüterverkehr geschah. Wegen ihrer Spurtstärke waren sie jedoch auch im Personenzugverkehr anzutreffen, bevor sie sich noch im staatlichen und privaten Rangierdienst nützlich machen konnten. Der Erfolg fünffach gekuppelter Lokomotiven mit Gölzdorf-Achsen in Österreich bewegte die preußische Staatsbahn zum Bau der T16. Die guten Betriebserfahrungen mit dieser Gattung wiederum führten zum Bau der G10, später 57 hoch 10, deren Kessel nur wenig von dem der P8 abwich. Fast 3000 dieser robusten und leicht zu wartenden Maschinen wurden für das In- und Ausland, unter anderem von Elsaß-Lothringen und den Saarbahnen, bis Litauen und verschiedenen Ländern in Südost- und Osteuropa fertiggestellt. Urheberfirma war Henschel, im Weiteren waren sehr viele deutsche Firmen an der Herstellung beteiligt. Unsere Szenen wurden in Haltingen und Hagen aufgenommen. Das anspruchsvolle Fahrwerk eines Fünffachkupplers verlangt Maßnahmen wie die Seitenverschiebbarkeit und Spurkranzschwächung von Kuppelachsen. Auch bei der G10 wurde in dieser Richtung letztlich erfolgreich experimentiert und eine sichere Maximalgeschwindigkeit von 60 km/h erreicht. Thank you.
In beiden Weltkriegen wurde die G10 wegen ihrer niedrigen Achsfahrmasse und einfachen Bedienung und Wartung sehr geschätzt. Ganz im Gegensatz zu dem bereits seit 1908 einheitlich geregelten Bau und Austausch von Güterwagen bei den deutschen Länderbahnen stand die jeweils alleinige Konstruktion und Bezeichnung der Lokomotiven. Dies machte der Heeresverwaltung im Ersten Weltkrieg unter anderem bei der Ersatzteilhaltung schwer zu schaffen. Auf deren Druck fanden sich 1916 die deutschen Bahnverwaltungen bereit, die von Henschel gebaute fünffach gekuppelte Heißdampf-Drillingsmaschine G12 anzuschaffen, bei deren Konstruktion eine Lokomotive für die türkische Staatsbahn Pate gestanden hatte. Allerdings konnten die ersten Maschinen erst August 1917 ausgeliefert werden. Man kann die G12 im Wesentlichen durchaus als erste deutsche Einheitslokomotive betrachten. Hier einige Merkmale. Die Ausstattung mit Überhitzer und Speisewasservorwärmer derzeit noch nicht selbstverständlich. Die fahrwerksschonende Vorlaufachse, die auch die Radreifenabnutzung der ersten Kuppelachse verringert. Das Drillingstriebwerk, das für gleichmäßige Beschleunigung und geringere Beanspruchung der Lager und Zapfen sorgt. Weitere Stichpunkte: durchlaufender Barrenrahmen, breiter Hinterkessel Bauart Belpaire, neuartige Abfederung der Kuppelachsen. Einsatz auf steigungsreichen Strecken unter anderem im Saarland, in Bayern und Schlesien. Heimatbahnbetriebswerke nach 1945 waren die Reichsbahndirektion Dresden, Erfurt und Halle. Seit den 30er Jahren wurde eine Feuerung mit Kohlenstaub erprobt. Hier ein Exemplar von 1931. Nach dem Krieg in zeitweiser Ermangelung von Steinkohle in der DDR, Umbau von ca. 50 Fahrzeugen auf Kohlenstaubfeuerung mit pneumatischem Transport. Die schon vor dem Krieg bei einigen Maschinen erprobte Verfeuerung von staubförmiger Braunkohle wurde dabei intensiv weiterentwickelt, da sich dies als wesentlich unproblematischer und effizienter als die Verwendung von Braunkohlebriketts erwies. Die Handhabung dieser Feuerung blieb allerdings aufwendig und störanfällig. Letzter Einsatzort: das BW Aue in Sachsen, von wo aus bis 1976 sogar Schnellzüge von Zwickau bis Schwarzenberg mit Loks der preußischen Gattung G12 bespannt wurden. Ab 1958 wurden 56 Loks der Baureihe 58 rekonstruiert. Sie erhielten geschweißte Kessel mit Verbrennungskammer und neue Führerhäuser, beides analog zur Baureihe 23/10. Weiterhin neue Mittelzylinder, Witte, Windleitbleche sowie Mischvorwärmeanlagen, mit denen bis zu 12% des Tenderwassers zurückgewonnen werden konnten. Ihr Barrenrahmen musste wegen des längeren Kessels vorgeschut werden. Die Zugkraft war bis zu 15% und die Leistung um 75 PSI höher, der Kohleverbrauch im Mittel um 20% geringer. Die Lieferung von DRV-200-Loks setzte viele 52er und 44er frei, die wiederum die Reko 58er verdrängten. Einige verdienten an großen Ablaufbergen ihr Gnadenbrot. Die rekonstruierten Loks unterschieden sich vor allem aufgrund des längeren, hochliegenden Kessels, des Neubauführerhauses und ihrer Windleitbleche sehr deutlich von den nicht rekonstruierten 58ern. Wir filmten sie im Raum Gera. Für die Steilstrecken in Württemberg entstand in der Maschinenfabrik Esslingen ab 1917 die seinerzeit stärkste Güterzuglok Mitteleuropas, die Gattung Württembergische K, später Baureihe 59, Stückzahl 44. Mit der Konstruktion dieser Maschine hat man in bewundernswerter Weise Neuland beschritten. Es wurde Deutschlands einziger Sechskuppler. Bei einer maximalen Achslast von 16 Tonnen und einem Kesselüberdruck von 15 bar
betrug die Leistung fast 2000 PSI bei großer Sparsamkeit im Brennstoffverbrauch. Zum Triebwerk der Heißdampf-Vierzylinder-Verbundmaschine. Die außenliegenden Niederdruckzylinder arbeiteten auf die vierte Kuppelachse, die inneren Hochdruckzylinder auf die doppelt gekröpfte dritte Kuppelachse. Hierbei wurde es notwendig, auch die zweite Kuppelachse zu kröpfen, um Raum für die Bewegung der inneren Stangen zu bekommen. Statt der vorderen Adamsachse wählte man eine Bissellaufachse. Nach Elektrifizierung der Geislinger Steige führte der Weg der 59er unter anderem auch auf die Semmeringstrecke und mit Kohlezügen für den mit Hitler verbündeten Mussolini über den Brenner, später weiter nach Jugoslawien und Ungarn. Mit dem Beginn der 1930er Jahre waren die technischen Bedingungen geschaffen worden, um den Personenverkehr auf der Schiene wesentlich zu beschleunigen. 1931 wurde von Kruckenberg der Schienenzeppelin entwickelt, kurz danach der dieselelektrische Triebwagen Fliegender Hamburger. Diesen Entwicklungen sowie der stärker werdenden Konkurrenz durch das Automobil wollte die Dampflokindustrie etwas entgegensetzen. Das Ergebnis waren die außergewöhnlichen Konzepte der Baureihen 60 und 61. Die Lübeck-Büchner Eisenbahn war zu dieser Zeit eine der größten deutschen Privatbahnen. Sie bestellte für die Strecke Hamburg-Travemünde einen Zug, der aus einer von Henschel entwickelten stromlinienförmig verkleideten Tenderlok mit der ungewöhnlichen Achsfolge 1B1 sowie zwei doppelstöckigen, ebenfalls leicht stromlinienförmigen Waggons mit 300 Sitzplätzen und Gepäckabteil bestand. Die Anforderung an diese Bauform war einerseits eine hohe Endgeschwindigkeit sowie eine rasche Beschleunigung, andererseits die Möglichkeit, den Zug ohne Umspannen auf der Strecke pendeln lassen zu können, bei gleichbleibender Höchstgeschwindigkeit von ca. 120 km/h. Das wurde durch den großen Treibraddurchmesser von 1980 mm erreicht, wobei die kompakte kurze Bauform eine gute Kurvenläufigkeit mit sich brachte. Bei Schiebefahrten verblieb nur der Heizer auf der Lok, der die Steuerung bediente und für Feuerung und Kesselspeisung sorgte. Der Lokführer wechselte in den vorderen Doppelstockwagen und bediente den Regler über eine elektrische Fernbedienung. Die beiden verständigten sich über Klingel und Telefon. Die drei gebauten Einheiten kamen 1938 unter der Baureihenbezeichnung 60 zur DRG. Die scherzhaft Mickey-Mäuse genannten Loks erhielten die Nummern 60001 bis 003. Als mit Kriegsbeginn der Schnellverkehr eingestellt wurde, verfügte das RVM die Ausmusterung und Verwendung als Heizloks. Zwei der Loks versahen nach dem Krieg noch Dienst im Nahverkehr der DR, bevor die letzte von ihnen 1967 ausgemustert wurde. Relativ zeitgleich zur Entwicklung der LBE 1 bis 3 schuf Henschel eine größere, schnellere und stärkere Version dieser Lok, die mit 2300 mm großen Kuppelrädern und der Achsfolge 2C2H2 ein 130-Tonnen-Zug, der von der Firma Wegmann geliefert wurde, mit 160 km/h ziehen und mit selber Geschwindigkeit schieben konnte. Die Höchstgeschwindigkeit wurde mit 185 km/h gemessen. Man stellte fest, dass sich diese Leistung mit einer zweizylindrigen Bauweise mit einstufiger Dampfdehnung bequem realisieren ließ, wenngleich eine mehrzylindrige Bauart eine größere Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten geboten hätte. Hier erreichte man die Bedienbarkeit in beiden Fahrtrichtungen durch eine doppelte Bestückung des Führerhauses, um in beiden Richtungen eine gute Streckenbeobachtung gewährleisten zu können. Auch diese Lok bekam eine Stromlinienverkleidung. Der sogenannte Henschel-Wegmann-Zug wurde auf der Strecke Berlin-Dresden eingesetzt. Die 176 Kilometer waren in 100 Minuten zu bewältigen, was einer Reisegeschwindigkeit von 108 km/h entsprach. Als man bemerkte, dass die Stärken dieser Lok durch ihre zu geringen Wasservorräte reduziert wurden, baute man eine zweite, verlängerte Version mit der einzigartigen Achsfolge 2C3H3. Diese Maschine erhielt aus den oben genannten Gründen ein Drillingstriebwerk.
Eine Weiterentwicklung dieses interessanten Konzeptes wurde auch hier durch den Krieg verhindert. Der Henschel-Wegmann-Zug wurde in einen Lazarettzug umgebaut. Die Wagen, von Wegmann ergänzt und umgebaut und mit einer Diesellok V200 bespannt, fuhren nach dem Krieg noch als Enzian-Zug der DB. Die 61001 verblieb ebenfalls in Westdeutschland, wo sie nur noch untergeordnete Dienste versah und 1952 nach einem Unfall ausgemustert wurde. Die 61002 hingegen hat man bei der DR auf der Elbtalstrecke Dresden-Bad Schandau und auf der Relation Berlin-Leipzig eingesetzt, bevor sie von der VESM Halle in eine 2C1 Schnellfahrlokomotive zur Laufgüteuntersuchung von Reisezugwagen umgebaut wurde. Sie erhielt die Bezeichnung 18201 und ist bis heute fahrfähig erhalten. Wir haben ihr im ersten Teil dieses Filmes ein ausführliches Kapitel gewidmet. Die Einheitstenderlok der Baureihe 62, von denen Lok 62015 bis heute zeitweilig sogar betriebsfähig überlebt hat, sollte Schnell- und Personenzüge auf flachen oder leicht hügeligen Strecken mit Endbahnhöfen befördern, wobei sie wegen ihrer weitgehenden Achsensymmetrie und den beiden zweiachsigen Drehgestellen in beiden Richtungen ihre maximale Geschwindigkeit von 100 km/h ausfahren kann. Der Treibraddurchmesser von 1750 mm wie bei der P8 ermöglicht gute Beschleunigungen. Die Zylinderleistung beträgt 1680 PSI, der Gesamtwirkungsgrad ist überdurchschnittlich hoch. Trotz der guten Messwerte und Erfahrungen hatte die DRG die von Henschel in Vorleistung gebauten 15 Maschinen nur sehr zögerlich zwischen 1928 und 1932 einzeln abgenommen. Über die Gründe dafür kann heute nur spekuliert werden. Vor dem Krieg fand man die 62er unter anderem auf den Relationen Eisen nach Meiningen und Düsseldorf-Remscheid bzw. Wuppertal. Die zur DB gelangten Loks versammelten sich seit 1948 im BW Düsseldorf-Abstellbahnhof. Ab 1949 kamen sie im Ruhr-Schnellverkehr Hamm-Köln zu Ehren. Ihr letztes Heimat-BW wurde Krefeld. Die in der DDR verbliebenen Exemplare gelangten unter anderem von den BWs Halle P und Berlin Ostbahnhof zum BW Rostock, wo sie standesgemäß im Wendezugdienst nach Warnemünde zu erleben waren. Weiter zum BW Wittenberge mit gelegentlichen Grenzüberschreitungen von dort nach Lübeck. Ab 1968 bis zur Ausmusterung war ihr Heimat-BW Frankfurt-Oder. Bleibt noch zu erwähnen, dass die 62er von manchen Eisenbahnern und Eisenbahnfreunden respektvoll kleine 01er genannt werden.
Die ab 1928 in Betrieb genommenen, von fast allen deutschen Lokomotivfabriken gebauten 1C1 Tenderloks der Baureihe 64 konnten vorteilhaft auf kürzeren Nebenstrecken ohne Wendemöglichkeit eingesetzt werden, und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Ihre Höchstgeschwindigkeit betrug 90 km/h. In die 10 letzten der Loks hatte man zum Zweck größerer Laufruhe je 2 anspruchsvolle Kraus-Helmholtz-Lenkgestelle eingebaut, die übrigen erhielten immerhin ein Bisselgestell. Man fand diese zuweilen Bubikopf genannten Maschinen daher sowohl im Rangier- wie auch im Personenzugdienst in mehr als einem Dutzend Bahnbetriebswerken. In manchen von ihnen waren sie zusammen mit Personenzug-Schlepptenderloks untergebracht, zum Beispiel mit der Baureihe 38/10 in Tübingen oder der Baureihe 24 in Jerichow, Sachsen-Anhalt. Die Loks der Baureihe 64 bestanden zu rund 80% aus vereinheitlichten Teilen. Vor allem hatten sie die gleichen Kessel und viele Baugruppen analog zur Baureihe 24. Letztere vermochten natürlich längere Strecken als die 64er zu bedienen. Die 24er und 64er erwiesen sich als sehr zuverlässig. Daher erfolgte ihre Ablösung durch leichte Rangierdieselloks und Dieseltriebwagen bzw. Schienenbusse erst relativ spät, zum Ende der 1960er Jahre. Die ehemals preußischen 38er allerdings überlebten noch länger. Anfang der 1950er Jahre sollten schnellere und stärkere Tenderlokomotiven, die Tenderloks der 70er und 90er Baureihen sowie die Baureihen 64 und 86, aber auch die 38/10 ersetzen. Beabsichtigt war der Einsatz vor leichteren Personenzügen und Güter- oder Eilgüterzügen auf Haupt- und Nebenbahnen. Eine der hierfür gewählten Maßnahmen bestand darin, dass die Fahrwerke der neu gebauten Tenderloks der Baureihen 65, 65/10 und 66 die Achsfolgen 1D2 bzw. 1C2 aufwiesen. Die zweite Nachlaufachse im hinteren Drehgestell ermöglichte eine gute Lastverteilung der großen Kohlen- und Wasserkästen sowie die Verwendung längerer Kessel. Durch die größeren Vorräte konnte der Aktionsradius der Maschinen auch auf Strecken mit weniger gutem Oberbau erweitert werden. Einen weiteren Beitrag hierzu leistete die Gewichtsersparnis aufgrund der vollständig geschweißten Konstruktion von Kessel, Rahmen und Aufbauten. Die Loks erhielten Hochleistungskessel mit Verbrennungskammern. Zur Speisewasservorwärmung und Aufbereitung dienten nach einigen Experimenten teils Oberflächen, teils Mischvorwärmer. Die rasch beschleunigenden Maschinen, die auch im Städtevorortdienst und im Nahschnellverkehr anzutreffen waren, wurden mit modernen, geschlossenen Führerhäusern, mit relativ bequemen Inneneinrichtungen und zum Teil mit einer Steuereinrichtung für den Wendezugbetrieb ausgestattet oder sie waren für deren Einbau vorbereitet. Die insgesamt nur 18 Loks der DB-Baureihe 65, hier Schwarz-Weiß-Aufnahmen im BW Limburg, gaben im Vergleich zu den Neubau 23ern und 82ern zu wenigen Beanstandungen Anlass. Erwähnt seien die relativ starken Zugbewegungen aufgrund eines schlechten Massenausgleichs und die bei allen DB-Neubau-Loks auftretenden Probleme mit dem Heißdampfregler. Zu den laufend entwickelten Verbesserungen der in 88 Exemplaren gebauten Loks der Baureihe 65/10 gehörte der Einbau von flachen Gieselejektoren, die sich günstig auf den Kohle- und Wasserverbrauch auswirkte. Wir filmten die attraktiven Maschinen auf einigen Strecken um Gera und Saalfeld, wo sie besonders als Zugloks für solche Personenzüge imponierten, die aus Doppelstockwagen gebildet waren.
Wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Nur zwei Exemplare der Baureihe 66 wurden noch gebaut, obwohl sie sich als besonders gut gelungen erwies. Die Bundesbahn hatte nämlich inzwischen den Ausstieg aus der Dampftraktion forciert. Daran konnte auch diese leistungsstarke und sparsame Tenderlok, die zum Beispiel einen schweren D-Zug bis zu 100 km/h schnell von Frankfurt nach Gießen und weiterzuziehen vermochte, nichts mehr zu ändern. Lokführer berichten von sehr guter Feueranfachung und von Schleuderfreiheit selbst bei scharfen Anfahrten. Experten waren beeindruckt von der hohen Dampfüberhitzung bis über 400 Grad Celsius bei dieser Maschine. 66002 steht heute im Traditions-BW Bochum-Dahlhausen, wo sie immer wieder das Anheizen der 38-22-67 miterlebt. Ihre eigene Wiederaufarbeitung wurde intensiv geplant, konnte bisher jedoch trotz großem Engagements nicht realisiert werden. Im Baureihenbereich 70 bis 91, zusätzlich bei einigen Untergruppen der Baureihe 98, finden wir zwei- und dreifach gekuppelte Tenderlokomotiven meist geringerer Leistungsfähigkeit, die seit den frühen 1960er Jahren aus dem Dienst auf Nebenbahnen und im Rangierdienst verdrängt worden, oft nach einer Gnadenfrist in Industrie- und Zechenbetrieben. Einige Loks dieser Baureihen zeigten erstaunlich gute Eigenschaften und konnten sich daher ungewöhnlich lange halten. Dazu zählen die 1B-Loks der Baureihen 70-0, vorher bayerische PT-2-3 und 70-1, vorher badische 1G, die jeweils nur zwei gekuppelte Achsen, aber bereits Heißdampfmaschinen besaßen. Kraus baute 97 Lokomotiven der Baureihe 70-0. Circa 50 davon wurden später von der DRG mit Bisselachse statt der festgelagerten vorderen Laufachse ausgerüstet. Die Badische Staatsbahn ließ weitere 20 Loks von der Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe als Baureihe 70-1 nachbauen. Wie auch die im Folgenden beschriebenen Einheitsloks der Baureihe 71-0 mit der Achsfolge 1B1 vermochten diese 65 km/h schnellen, erstaunlich tüchtigen Lokomotivchen das Aufkommen des Nahverkehrtriebwagens zu bremsen. Hier sieht man eine Zweitbesetzung der Baureihe 71-0, die ursprünglich einer preußischen T5-1 zugeordnet werden sollte. Die neue Einheitslok, eigentlich Baureihe 60, konnte dank einer mechanischen Rostbeschickung von lediglich einer Person bedient werden. Der Kesselüberdruck betrug anfangs sogar 20 Bar, er wurde später auf immerhin noch 16 Bar reduziert. Erstmals hat man statt eines Barren einen Blechrahmen verwendet. Die 71er bedienten schnelle Personenzüge auf Nebenbahnen und wurden wie Triebzüge auf Hauptbahnen eingesetzt. Ihr letztes Heimat-BW war Landau. Um die Jahrhundertwende wurden insbesondere für die Berliner Stadtbahn zwei neue Tenderloks entwickelt, wobei sich die Königsberger Union-Gießerei besonders hervortat. Die eine, Gattung T11, später 74-0, insgesamt 480 Stück, war noch eine Nassdampfmaschine. Viele dieser Loks baute man später auf Heißdampf um und passte sie somit der T12, später 74-4 an. Diese, gefertigt in 974 Einheiten, war sofort mit Rauchrohrüberhitzern und Speisewasservorwärmern ausgestattet worden. In Vergleichsfahrten zeigte sich die Heißdampfmaschine, wie erwartet, deutlich überlegen, und zwar beim Kohle- wie auch beim Wasserverbrauch, durch Einsparung um jeweils ca. 20%. Bei den Loks beider Gattungen bilden die Laufachse und die erste Kuppelachse ein Kraus-Helmholtz-Drehgestell. Ihre Höchstgeschwindigkeit betrug 80 km/h.
Bereits 1900 hatte die Badische Staatsbahn, den guten Erfahrungen der österreichischen Bahn folgend, als erste deutsche Bahnverwaltung eine 1C1 Tenderlok entwickeln lassen. Vor allem für den rapide anwachsenden Vorortverkehr und für die Höllentalbahn, hier zur Ablösung der langsamen Zahnradloks. Diese erste Version, die Badische 6B, war noch mit einem Nassdampftriebwerk ausgerüstet und bis 1957 in Betrieb. Relativ bald, ermöglicht durch vielfach verstärkten Oberbau, wurden die Maschinen durch die verstärkten und verbesserten Varianten der 6C ergänzt und schließlich abgelöst. Die 6C besaß ein Heißdampftriebwerk und größere Treibräder und konnte auf den kurvigen und hügeligen Strecken Badens Züge in beiden Richtungen mit 90 km/h befördern. Sie machte zusammen mit ihrer Vorgängerin ca. 50% des badischen Lokomotivparks aus und wurde später auch im restlichen Deutschland, zum Beispiel bei der Berliner S-Bahn, eingesetzt. Von den verschiedenen Exemplaren erreichte nur noch die badische Maschine 75-1118 im Nostalgie-Fahrbetrieb unsere Filmkameras, nachdem sie bereits einige Jahre als Denkmal überstanden hatte. Die Sächsische Staatsbahn ließ ab 1911 ebenfalls eine 1C1 Tenderlok entwickeln. Diese unterschied sich von ihren badischen Schwestern unter anderem durch ihre Adamsachsen. Diese Konstruktion wurde beibehalten, obwohl andere Bahnverwaltungen bereits mit Kraus-Helmholtz-Drehgestellen gute Erfahrungen gesammelt hatten. Die 14 HT waren die schwersten der deutschen 1C1 Tenderloks. Sie wurden von der DRG als Baureihe 75/5 eingereiht. Nach dem Krieg verblieben die Maschinen im sächsischen Raum. Die letzte Fahrt einer 75/5 fand 1977 als gleichzeitig letzte Fahrt einer sächsischen Länderbahnlok statt. Die 75/515 hatte es damit immerhin auf 66 Dienstjahre gebracht. Wir schreiben 2018 und sie fährt gelegentlich immer noch oder immer mal wieder, eine Lok der Gattung T18. Vor mehr als 100 Jahren wurden die ersten Exemplare in Preußen von den Stettiner Vulkanwerken auf die Schiene gestellt und bildeten doch technisch und optisch bereits einen krönenden Abschluss in der Konstruktion von Personenzug-Tenderlokomotiven. Die erwiesene Leistungsfähigkeit veranlasste auch andere Bahnverwaltungen im In- und Ausland zur Bestellung etlicher Maschinen. Insgesamt wurde die Lok in einer Stückzahl von über 500 hergestellt. Die Fahrgeschwindigkeit der 78er durfte wegen ihrer weitgehenden Achsensymmetrie in beiden Fahrtrichtungen bis zu 100 km/h betragen. Dies und ihre solide Bauweise führte dazu, dass die Lok sogar im Schnellzugdienst, zum Beispiel auf der Relation Berlin-Stettin, eingesetzt werden konnten. Und dass einige der Fahrzeuge für den Wendezugbetrieb hergerichtet wurden.
Eine der letzten Sonderfahrten mit einer noch im Planbetrieb fahrenden 78er führte ab Köln Hauptbahnhof über Gerolstein nach Prüm und Pronsfeld, längst stillgelegte Eifelrelationen. Der Bedarf an Wendezugloks veranlasste die Deutsche Bundesbahn zum Umbau zweier Loks der Baureihe 38/10. Ihr vierachsiger Schlepptender wurde gegen einen zweiachsigen, mittels einer Deichsel am Lokrahmen angelenkten Kurztender ausgetauscht, sodass die symmetrische Achsfolge 2C2 entstand. Sehr bald merkte man, dass sich der Kurztender bei Rückwärtsfahrt nicht bewährte. Schneller als ca. 60 km/h rückwärts zu fahren war nicht möglich. Statt im Wendezugbetrieb fanden sich demzufolge die Loks vor normal geführten Personen- und Eilzügen eingesetzt, insbesondere auf den von Augsburg ausgehenden Relationen. Zwei sächsische 20 HTV-Loks trugen bei der DRG bis zu ihrer Ausmusterung 1932 die Nummern 79001 und 002. Nach dem Krieg wurde 79001 an die private Deutsche Eisenbahngesellschaft verkauft, wo sie die Nummer 261 erhielt. Sie gelangte schließlich zur Kleinbahn AG Frankfurt-Königstein. Bei der Abschiedsfahrt 1968 haben wir sie am Fuß ihrer Kletterpartie gefilmt. Diese attraktive und kraftausstrahlende Zweizylinder-Heißdampflokomotive mit der Achsfolge 1D1 bewährte sich mit ihrem Treibraddurchmesser von 1350 mm und der daraus abgeleiteten Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h sowohl im Güter- wie auch dem Personenzugdienst. Diese Einheitsmaschinen der DRG entstanden 1927-28 als Rangierloks mit vielen übereinstimmenden Bauteilen, wobei die Baureihe 80 mit modernen, zum Teil innovativen Konstruktionen voranging. Die Höchstgeschwindigkeit der mit Heißdampf-Zwillingstriebwerken ausgestatteten Loks betrug 45 km/h, der Kesselüberdruck 14 bar. Die Maschinen sollten vor allem die T3 im Rangierdienst auf Gleisanschlüssen und beim Verschieben und Anschieben von Reisezügen auf ausgedehnten Bahnhofsanlagen ablösen. Die geplante hohe Anzahl der 80er ließ sich aufgrund der politisch und wirtschaftlich brisanten Lage vor dem Zweiten Weltkrieg nicht verwirklichen. Stattdessen übernahmen ab Mitte der 50er in Ost und West Kleindieselloks der jeweiligen Baureihe V60 und ihre Nachfolger diese Aufgaben. Mehrere Exemplare der robusten und pflegeleichten 80er wanderten nach dem Krieg zu großen Zechengesellschaften wie der Ruhrkohle AG und großen Fabriken im Rhein-Ruhr-Gebiet ab. Zurzeit, im Jahr 2018, entsteht in Beek-Bergen in den Niederlanden beim hoch engagierten und bereits bei der Restaurierung weiterer deutscher Dampfloks sehr erfolgreichen Verein Veluwsche Stromtrein Matschapi nach Originalplänen eine fast total neue 80er. Die höhere Lokreibungslast des Vierkupplers bei niedrigerer Achslast, die größere Heizfläche bei längerem Kessel sowie der Platz für größere Vorräte machte die 81er prinzipiell noch vielfältiger einsetzbar als die 80er. Dennoch blieb es bei nur 10 Exemplaren gegenüber 39 Stück der Baureihe 80. Die Gründe dafür waren einerseits der Kriegsbeginn
andererseits die vielen noch verfügbaren vierfach gekuppelten Tenderlokomotiven sämtlicher Länderbahnen. Als Beispiel im Bild ein Modell der Baureihe 92/2, vormals badische 10B, die wir nochmals in der Betriebsrealität sehen werden. Im Bild eine bei Krauss-Maffei gebaute, vierfach gekuppelte Zweizylinder-Nassdampftenderlokomotive der Kokerei der Saarbergwerke, bezeichnet als Reden 36. Diese bekam bei ihrem Erwerb durch die Historische Eisenbahn Frankfurt die halbwegs dem DRG-Schema angepasste Nummer 81-1001 für den Einsatz im Museumsbetrieb. Wir haben sie wegen der stimmungsvollen Atmosphäre der Filmszenen dazugenommen. Ab 1950 fertigten Krupp, Henschel und Esslingen 41 fünffach gekuppelte Lokomotiven der Baureihe 82 nach dem neuen DB-Typenprogramm, zum Beispiel mit geschweißten Blechrahmen und Kessel. Die 82er, es handelte sich um Heißdampfmaschinen mit Zwillingstriebwerk, waren trotz ihrer fünf gekuppelten Achsen und fehlenden Laufachsen sehr kurvengängig, weil je zwei der Endradsätze zu Bergniaux-Lenkgestellen zusammengefasst waren. Erreicht wurde so eine Verminderung der Kräfte am führenden Radsatz. Die noch vorhandenen Länderbahn-Fünfkuppler hingegen zeigten allesamt mehr oder weniger schlechte Laufeigenschaften bei mehr als etwa 40 km/h. Sie wurden durch diese Maschinen nach und nach ersetzt. Diese Filmszenen entstanden in Wilhelmsburg. Die Loks der Baureihe 82 waren denen der ebenfalls vierfach gekuppelten preußischen T16-1, später Baureihe 94/5, in der Leistung deutlich überlegen, allerdings bei höherem Kohle- und Ölverbrauch. Einige Probleme wie der hohe Verschleiß der Lenkgestelle gab es aber auch bei dieser Lok. Drei 82er wurden durch Riggenbach-Gegendruckbremsen steilstreckentauglich gemacht und im Schwarzwald und Westerwald, Beispiel Steilrampe Bayersbronn-Freudenstadt, eingesetzt. Schon nach zwei Jahrzehnten Einsatzzeit mussten die Dampflokomotiven der Baureihe 82 den Dieselloks der Baureihe 290 weichen. Dieselloks der Baureihe V100/20 mit Getriebebremse verdrängten die 382er mit Gegendruckbremse. Die ab 1955 unter Beachtung vieler neuer Baugrundsätze konstruierten Loks der Baureihe 83/10 glichen in vielen Teilen und Neukonstruktionen denen der Baureihe 65/10. Ihre Proportionen wirkten recht gelungen. Für den Dienst auf Nebenbahn reichte die Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Bei 45 km/h zogen die 83er in der Ebene immerhin 1500 Tonnen. Sie konnten konstruktivbedingt viel Kohle und Wasser fassen. Die Personale waren mit der Loktype wegen der vielen Störfaktoren in Form noch unausgereifter oder gar ungeeigneter Technik jedoch insgesamt gesehen nicht zufrieden. Für die sehr steigungs- und krümmungsreiche Strecke Heidenau-Altenberg im Erzgebirge mussten spezielle Lokomotiven konstruiert werden, die außerdem auf dem stark frequentierten Zubringerabschnitt ab Dresden eine Geschwindigkeit von 70 km/h erreichen sollten. Diesen Herausforderungen nahmen sich die Firmen BMAG, vormals Schwarzkopf, und Ohrenstein und Koppel an. Beide Entwürfe sahen eine 1E1-Lok mit gleichem Kessel, aber verschiedenem Trieb und Fahrwerk vor. Schwarzkopf erreichte die erforderliche Bogenläufigkeit mit Hilfe von Schwarzkopf-Eckhardt-Lenkgestellen. Zu sehen ist eine solche Lok hier im Modell. Die vordere bzw. hintere Laufachse ist mit der zweiten bzw. vierten Kuppelachse durch eine im Zapfen gelagerte Gabel verbunden. Diese Kuppelachsen bewirken dann die Radialeinstellung der ersten bzw. fünften Achse. Bis auf die spurkranzlose dritte Kuppel gleich Treibachse waren alle Achsen seitlich verschiebbar.
Ohrenstein und Koppel dagegen wählte ebenfalls die mittlere Kuppelachse als Treibachse, schwächte deren Spurkranz um 15 mm und lagerte die Kuppelachsen 2, 3 und 4 fest im Rahmen. Die Endkuppelachsen wurden jedoch nach Bauart Luttermöller nicht von Stangen, sondern von Innenzahnrädern angetrieben. Das Gehäuse für die Innenzahnräder hier im Modell wurde mit dem antreibenden Zahnrad der zweiten und vierten Kuppelachse drehbar gelagert und ermöglichte auf diese Weise die radiale Einstellung der ersten und fünften Kuppelachse. Diese Maschinen konnten wegen der Luttermöller Endachsen nur mit Zwillingstriebwerken ausgestattet werden. Die Schwarzkopfloks hingegen erhielten Drillingstriebwerke. Beide Typen wiesen Leistungen bis ca. 2000 PSI auf. Die Wahl für den Weiterbau der Probelokomotiven fiel wegen der besseren Laufeigenschaften auf die Schwarzkopfmaschinen. Die Baureihe 85 wurde hauptsächlich entworfen, um die Umstellung des bisherigen aufwendigen Zahnradbetriebes auf der Höllentalstrecke bei Freiburg auf Normalbetrieb mit Hilfe einer 1500 PSI starken Loktype mit hoher Reibungslast zu ermöglichen. Vorbild war die Baureihe 95, vormals preußische T20, die sich auf Steilstrecken im Harz und Thüringer Wald sehr bewährt hatte. Mit dem Triebwerk und dem um eine Nachlaufachse ergänzten Fahrwerk der Baureihe 44 sowie dem Großteil des Kessels der Baureihe 62 entstand ab 1932 eine fünffach gekuppelte 1E1 Tenderlok-Type mit Drillingstriebwerk und 80 km/h Höchstgeschwindigkeit in beiden Richtungen. Zu diesem Zweck waren fünfte Kuppelachse und hinterer Laufradsatz, wie auch vorderer Laufradsatz und erste Kuppelachse jeweils zu einem Kraus-Helmholtz-Drehgestell zusammengefasst. Wie die 44er hatten auch die 85er Zweiachsantrieb, wobei der Innenzylinder die als Kropfachse gefertigte zweite Kuppelachse antrieb. Der Innenzylinder wurde über eine Exzenterscheibe auf der Achswelle des dritten Kuppelradsatzes gesteuert. Die 10 gebauten Loks vermochten zur Zufriedenheit des Personals alle Anforderungen auf der Schwarzwald- und Höllentalbahn zu erfüllen, auf der letzteren sogar nach deren Elektrifizierung noch einige Jahre im Wechsel mit elektrischen Lokomotiven. Lok 85007 wurde nur noch für kurze Zeit Nachschublok auf der Steilrampe Erkrath-Hochdahl, danach Heizlok und schließlich Museumsexponat. Für die recht hohe Qualität der Einheitsbaureihe 86 spricht, dass diese 1D1 Tenderlokomotiven für den gemischten Dienst sogar im Krieg weitergebaut wurden, dann allerdings in technisch abgemagerter Form als sogenannte Übergangskriegslok. Es entstanden 776 Exemplare von 1928 bis 1943, woran fast alle deutschen Lokomotivfabriken beteiligt waren. Nahezu überall in Deutschland konnte man 86er antreffen. Einzelne von ihnen erreichten mehr als 2 Millionen Kilometer Gesamtlaufleistung, andere ein Dienstalter von fast 60 Jahren. Dank ihrer Achslast von nur maximal 15,6 Tonnen waren die Loks im Gegensatz zu den gleichfalls vierfach gekuppelten 93ern auch auf den meisten Nebenbahnen einsetzbar. Die ersten 86-Lieferungen hatte man noch mit einfachen Bissellaufachsen und feststehenden Kuppelachsen ausgestattet, was aber in starken Bögen den Rahmen belastete, zu Entgleisungen führte und den Verschleiß von Spurkränzen und Schienen beschleunigte. Deshalb erhielten die weiteren Fahrzeuge Kraus-Helmholtz-Lenkgestelle. Die schädlichen seitlichen Kräfte fielen dadurch wesentlich geringer aus und die Höchstgeschwindigkeit konnte von 70 auf 80 km/h dank des symmetrischen Achsstandes in beiden Fahrtrichtungen heraufgesetzt werden. Weitere Kritikpunkte? Die Kesselmerkmale erforderten hohe Geschicklichkeit des Heizers, insbesondere bei schnellen Hauptstreckenfahrten. Die begrenzten Vorräte an Brennstoff und Wasser schränkten den Aktionsradius ein. Das Führerhaus wurde als recht eng empfunden. Das Gesamturteil könnte zwischen gut und voll befriedigend lauten. Eine interessante Einzelheit? Die Usedomer 86er hatten wegen der ständigen Seitenwindbelästigung Windleitbleche.
Wir filmten diese Loktype insbesondere in Goslar und im Erzgebirge, im Güter- und Personenzugdienst, auch im gemischten Betrieb und als Rangierlok. Die Hamburger Hafenbahn hatte enge Gleisbögen bis herab zu 100 Meter Radius. Dies führte bei fünffach gekuppelten Lokomotiven wie der preußischen T16 an den äußeren Achsen zu besonders hohem Verschleiß der Spurkränze. Um dem entgegenzuwirken, entwickelte das Planungsbüro der Deutschen Reichsbahn zusammen mit der Firma Ohrenstein und Koppel 1927 die Baureihe 87, deren äußere Achsen nicht über Stangen, sondern über Zahnradgetriebe der Bauart Luttermöller gekuppelt wurden. Die Zahnradgehäuse wirkten dabei wie Deichseln, welche ihren Drehpunkt auf Höhe der zweiten bzw. vierten Achse hatten und die Radsätze radial mit plus minus 45 mm ausschwenken ließen. Im Übrigen entsprachen viele Bauteile der Reihe 87 denen der Einheitsbaureihen. Bis 1956 wurden alle 1687er durch Loks der Baureihe 82 ersetzt, die mit ihren Beugnot-Hebeln die gleiche Kurvengängigkeit aufwiesen und als Leistung 1290 gegenüber 940 PSI sowie als Höchstgeschwindigkeit 70 km/h gegenüber 45 km/h erreichten. Zweifach gekuppelte Tenderlokomotiven ließen sich zur Zeit unserer Filmaufnahmen nicht mehr in Staatsdiensten, sondern nur noch vereinzelt in Industrie- und Zechenbetrieben im Einsatz erleben. Hier ein Erinnerungsexemplar der Gattung Pfälzische T1. Diese Maschinen, von den Firmen Kraus und Maffei gebaut, erwiesen sich als nahezu unverwüstlich und sind teilweise noch als Baureihe 88/73 von der Deutschen Reichsbahngesellschaft übernommen worden. Der Erfolg der ersten Heißdampflokomotiven veranlasste den Maschinendirektor Robert Garbe zur Planung einer Heißdampftenderlok der Baureihe T8, später 89/0. Vorgesehen war sie für den Rangierbetrieb sowie für Neben- und Vorortbahnen, wie unter anderem für die Berliner Stadtbahn. Die Ausführung geschah durch die Maschinenbauanstalt Breslau. Obwohl sich diese Loktype beim Probeeinsatz zum Beispiel im Vergleich zu T3 und T9/3 als beschleunigungs- und leistungsstark bei guter Wirtschaftlichkeit zeigte, kann man die 100 Exemplare insgesamt gesehen durchaus als einen voreiligen und vermeidbaren Fehlschlag bezeichnen. Die Laufeigenschaften waren bei höheren Geschwindigkeiten höchst unbefriedigend, die Fahrzeuge daher für den Hauptstreckendienst ungeeignet. Auf vielen Nebenbahnen konnten sie wegen der zu großen Achsfahrmasse ebenfalls nicht verwendet werden. Vertretbar blieb der Einsatz im schweren Rangierdienst, die Bedienung großer Werksanschlüsse und der Nahgüterzugverkehr. Auch die Lokomotiven der württembergischen Gattung T3, später Baureihe 89/3, waren auf Nebenbahnen und im Verschiebedienst zu finden. Sie wiesen eine Heusinger-Steuerung auf, durch welche sie leicht von der preußischen T3 zu unterscheiden waren. In den Jahren nach der Erstauslieferung verlängerte man die Wasserkästen und erhöhte dadurch zum einen den Wasservorrat, zum anderen die Reibungslast. Wegen ihrer großen Überhänge vorn und hinten
war das Laufverhalten der Loks nicht gut und im Führerhaus ging es ziemlich beengt zu. Dass aber die Umsteuerung mittels Handhebel vorgenommen werden konnte, erfreute das Personal insbesondere beim Rangieren. Von 1891 bis 1913 wurden 110 Exemplare der württembergischen T3 gebaut. Nach der Beendigung ihres Staatsdienstes machten sich auch einige dieser Maschinen in großen Industrieanlagen nützlich. Die Gruppenverwaltung Bayern der Jungen Reichsbahn ließ 90 Loks der bewährten bayerischen Gattung R33, eine Weiterentwicklung der D2, von der Firma Kraus in verstärkter Form als Baureihe 89/8 nachbauen. Die Maschinen aller Baustufen bewährten sich ausgezeichnet im Rangierbetrieb und waren in fast allen bayerischen Direktionen anzutreffen. Diese Schlepptenderlokomotive wurde durch den Umbau der Tenderlok 897403 der ehemals preußischen T3 Berlin 1808 im Jahre 1953 in der DDR hergestellt. Der Schlepptender erlaubte einen größeren Aktionsradius der Maschine. Dieses Fahrzeug, abgestellt erst 2008, war die letzte betriebsfähige Dampflokomotive des BW Dresden. Die preußische T3, später Baureihe 89/70, gebaut für den Nebenbahndienst ab 1878 von fast allen deutschen Lokomotivfabriken, war eine der am besten bekannten deutschen Dampflokgattungen. Die preußische Staatsbahn bestellte ca. 1350 Maschinen, andere Staats- und Privatbahnen über 100 Stück dieser wartungsarmen und verlässlichen, im Lauf der Zeit durch verschiedene Baumaßnahmen weiter verbesserten Nassdampflokomotivtype. Einzelne Exemplare wurden sogar preisgekrönt. Nach der Jahrhundertwende wanderten die Loks mehr und mehr in den Rangierbetrieb ab. Sowohl die DB als auch die DR übernahmen noch einige Maschinen. In den 1960er Jahren gab es bereits einen regelmäßig verkehrenden Museumszug des MEC Essen zwischen Essen-Rüttenscheid und Steele Süd, dritte Klasse, 50 Pfennige. Um den nostalgischen Gesamteindruck der Strecke und des Länderbahnwagenzuges zu krönen, wünschte man sich als Zugmaschine eine preußische Tenderlok. Da traf es sich, dass die Lok Walsum 5 der Zeche Walsum vom MEC Essen erstanden worden war, denn diese ließ sich in vielem, vor allem im Fahrwerk, als eine Variante der T3 betrachten, nur schwerer und stärker. Im Überschwang befestigte man zeitweilig sogar ein Schild mit dem Aufdruck T3 am Führerhaus, sicherlich diskussionswürdig. Nach längerem Einsatz am Niederrhein kam Walsum 5 ins DGEG-Museum nach Neustadt und wurde für das Kuckucksbähnel in eine Schlepptenderlok, die bekannte Speyerbach, umgebaut. Diese nicht authentische Maßnahme führte zu heftigen Meinungsverschiedenheiten. Allerdings muss zugegeben werden, dass der Schlepptender dieser Lok zu einem wesentlich höheren Aktionsradius verhilft. Zu ihrer Unterstützung dient in Neustadt die preußische T3, mit der Reichsbahnnummer 897159. Hier als Modelle drei wirkliche Varianten der preußischen T3 in Staatsbahndiensten. In Ursprungsausführung präsentiert sich 897216.
als normale T3-Lok 89.7315. Und als verstärkte T3-Lok 89.7479. Im Direktvergleich zeigen sich die Unterschiede. Die von 7 Lokwerken gelieferte T9 hoch 1 diente ab 1892 in einer Stückzahl von 408 dem schweren Güterzugdienst. Über die schon recht lange staatliche Einsatzzeit bis 1953 hinaus fand man danach noch einige Exemplare in Industriebetrieben. So konnten wir in der Zuckerfabrik Euskirchen die hier zu sehende Maschine Köln 7270, früher Köln 1833, auftreiben, die jetzt dem Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen gehört und seit 2015 aufgearbeitet vor dem Theater des Starlight Express zu bewundern ist. Bei der Braunschweigischen Landesmuseumseisenbahn filmten wir die zweite erhaltene T9 hoch 1, die seinerzeit wieder betriebsfähig gemachte Köln 1857. Die Laufeigenschaften dieser Lokomotiven, ausgerüstet mit einer Adamsachse mit der ungewöhnlichen Achsanordnung C1, waren nicht unumstritten. Die einzeln abgefederte Achse konnte nämlich unter anderem bei höheren Geschwindigkeiten und bei Rückwärtsfahrt entgleisen, wenn die Betriebssituation zu ihrer Entlastung führte. Immerhin hatte man diesen Lokomotiven eine Geschwindigkeit bis 60 km/h zugestanden. Auch bei dieser Unterbaureihe der T9 brachte die Adamsachse mancherlei Probleme, wenn sie auch wieder die gewohnte vordere Laufachse bildete. Ein Krauss-Helmholtz-Drehgestell wäre auch hier die bessere technische Lösung gewesen. 1977 wurde Lok 91-134, Baujahr 1898, für das Verkehrsmuseum Dresden aufgearbeitet. Sie gehört seit 2006 den Mecklenburgischen Eisenbahnfreunden in Schwerin. Wir sehen sie bei einer Sonderfahrt als derzeit älteste betriebsbereite Normalspurlok in Deutschland. Die Lok 91-6580, ehemals SEG 400, war eine von Henschel im Auftrag der Süddeutschen Eisenbahngesellschaft für die Strecke Ilmenau-Großbreitenbach gebaute Heißdampflokomotive. Ab 1954 hat man die Maschine auf den Nebenstrecken um Gotha eingesetzt und ab 1969 auf der Industriebahn Erfurt. 1990 übernahm die Deutsche Reichsbahn das Fahrzeug und ließ es instand setzen. Diese Lok bespannte kurz nach der Grenzöffnung einen Sonderzug von Leinefelde nach Geismar, also in das ehemalige Grenzsperrgebiet. Die große Lücke in der Weiterführung nach Schwebda und Eschwege bleibt allerdings bestehen. Der stillgelegte Streckenabschnitt Dingelstedt-Geismar der ehemaligen Kanonenbahn wird seit 2003 als Draisinenstrecke genutzt, einschließlich des bekannten 24 Meter hohen Eisenbahnviadukts in Lengenfeld. Ab 1907 wurden von den Badischen Staatsbahnen als letzte Tenderlokomotiven 98 Loks der Gattung Badische 10B, später Baureihe 92 hoch 2, für den Güterzug- und Verschiebedienst bei der Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe und bei Krupp bestellt. Wegen ihrer guten Bewährung übernahm die Reichsbahn noch 90 Exemplare und stationierte sie zuletzt, wie hier im Bild, in Villingen und Radolfzell,
wo 1966 das letzte Exemplar ausgemustert wurde. Bei der Planung der preußischen T-13 herrschte Uneinigkeit über die Frage Nassdampf oder Heißdampf. Für den Nassdampf sprach die einfachere Unterhaltung der Maschinen, Heißdampf stand für höhere Effizienz. Schließlich hat man die Lokomotiven trotz der Warnung des Heißdampfexperten Robert Garbe als Nassdampfmaschinen gebaut. Einzelne Loks wurden wenige Jahre später jedoch probeweise mit Kleinrohrüberhitzern und Speisewasservorwärmern ausgerüstet. Danach zeigten sie sich insbesondere auf Steigungen als wesentlich leistungsfähiger als vor dem Umbau. Ende 1965 wurde Lok 92739 in Kassel ausgemustert. Wir entdeckten sie dort zwei Jahre später in einem erbarmungswürdigen Zustand hier im Bild, als wir die Lok 10001 aufsuchten. Lok 92503 hier ausgestellt, gehört heute dem Verkehrsmuseum Dresden. Die Baureihe 93 hoch 0 und ihre verbesserte Ausführung 93 hoch 5 dienten aufgrund ihrer relativ kleinen Kuppelräder vorzugsweise im schweren Güternahverkehr, wurden jedoch zum Beispiel auch für den Ausflugsverkehr auf der Berliner Stadtbahn eingesetzt. Auch nach vielen konstruktiven und bedientechnischen Verbesserungen blieb beiden Loktypen ein hartnäckiges Problem zu eigen. Die Lastverteilung auf die Achsen war sehr schlecht und die Gegenmaßnahmen blieben unvollkommen. Der Lauf dieser Lokomotiven blieb daher unruhig und das Triebwerk gab immer wieder Anlass zu Beanstandungen. Die schlecht verteilte Achslast führte auch dazu, dass die Maschinen selbst für manche Hauptstrecken ungeeignet waren. Die recht niedrige Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h, später 70 km/h, schränkte ihren Aktionsradius ein. Dennoch erreichten die Lokomotiven der Baureihe 93 hoch 5 eine lange Einsatzzeit. Sie erwiesen sich zuletzt insbesondere auf den steigungsreichen Thüringer Strecken als robust und leistungsstark. Auf einigen Strecken bewältigten sie den gesamten Zugbetrieb. 729 Lokomotiven der Baureihe 93 hoch 5 taten in Preußen und später bei der Reichsbahn ihren Dienst, 34 kamen nach Württemberg. Auch diese Maschinen wurden von der Reichsbahn übernommen. Die meisten verblieben nach dem Krieg in Westdeutschland, wo sie bis 1968 im Einsatz waren. Die eh gekuppelten Rangierlokomotiven der Länderbahnbaureihen sind von der Deutschen Reichsbahn zur Baureihe 94 zusammengefasst worden. Die kleinste von ihnen war die nur 11.030 mm lange württembergische TN. Gegen Ende der königlich-württembergischen Staatseisenbahnzeit verließen die 30 Tenderloks die Maschinenfabrik Esslingen. Sie wiesen die recht geringe Achslast von 13 Tonnen bei 5 Kuppelachsen auf. Die dabei verwendete Gölzdorfsche Achsanordnung gestand der ersten, dritten und fünften Kuppelachse je 22 mm Seitenverschiebbarkeit zu, während die zweite und vierte fest im Rahmen gelagert war. Der Antrieb erfolgte auf die vierte Achse. Auffällig war die hierdurch bedingte außerordentliche Länge der Treib- und Kolbenstange. Die gewählte Achsanordnung machte die Loks sehr gut geeignet sowohl für den Rangierdienst als auch den Nebenbahnbetrieb.
Bei Versuchsfahrten auf den Strecken Rottweil-Speichingen bzw. Rottweil-Villingen konnte man an den Zweizylinder-Heißdampfmaschinen Überhitzungstemperaturen bis zu 435 Grad Celsius messen, obwohl die Lokomotiven nur über Kleinrohrüberhitzer Bauart Schmidt verfügten. Kein Wunder, dass alle Fahrzeuge noch von der DB übernommen wurden und zum Teil bis 1961 im Einsatz blieben. Leider ist keine dieser Maschinen erhalten geblieben. Die formschönen und starken Tenderlokomotiven der Baureihe 94/5, früher preußische T16/1, sind aus den Loks der Baureihe 94/2, vormals preußische T16, hervorgegangen. Dabei wird bei etwa gleicher Leistung der Kolbenmaschine beider Loktypen, bei der 94/5, eine größere Zughakenleistung erreicht, weil ihre höhere Lokdienstlast aufgrund stärkeren Aufbaus, unter anderem für größere Wasser- und Brennstoffkapazität, zu einer höheren Kuppelachslast und damit auch zu einem größeren Reibungsgewicht führt als bei der 94/2. Konstruktive und Ausstattungsunterschiede bestehen des Weiteren in dem verlängerten Rahmen, dem verstärkten Bremsgestänge, der größeren Heizfläche und dem Abgasvorwärmer auf dem Langkessel der jüngeren Loktype. Hinzu kommt eine Riggenbach-Gegendruckbremse bei denjenigen Exemplaren, die als Zug- oder Schubloks auf Steilrampen eingesetzt wurden, wo sie zum Teil sogar den aufwendigen Zahnradbetrieb überflüssig machten und wo die noch stärkeren, aber auch schwereren 95er wegen eines zu schwachen Oberbaus nicht eingesetzt werden konnten. Die in einer Stückzahl von mehr als 1600 erbauten Loks der Baureihe 94/5 wurden allgemein als die effizientesten Rangierloks ihrer Zeit angesehen, was vor allem für den Dienst am Ablaufberg galt. Auch im Güterzug- und Personenzugnahverkehr und vor Übergabezügen leistete sie gute Dienste. DB und DR konnten sehr lange nicht auf sie verzichten, zur Freude der Eisenbahnfreunde. Zu erwähnen bleibt noch, dass Robert Garbe mit diesem Loktyp das Problem einer fünffach gekuppelten Tenderlok, nämlich die zu erwartenden großen Schwierigkeiten im Kurvenlauf, durch Heranziehung der Gölsdorfschen Bauart erfolgreich gelöst hatte. 94/12/92 bereicherte nach der Wiedervereinigung Deutschlands mit dem Erfurter Traditionszug auf romantischen Strecken das attraktive Nostalgieprogramm der Deutschen Bahn. Eine davon führt von Linz am Rhein durch das Kaspachtal nach Kahlenborn mit schönen Viadukten wie hier über den Ockenfelser Bach. Am 12.04.1969 führten Lok 94/1638 und Lok 94/1653 einen Sonderzug mit 10 interessanten, größtenteils unterschiedlichen historischen Reisezugwagen durch das Bergische Land. Die Rundfahrt startete in Wuppertal-Vohwinkel und führte über die längst stillgelegten Strecken Abrad-Heiligenhaus, die Angertalbahn nach Ratingen-West und die Relation Wuppertal-Solingen. Die Sächsische Staatsbahn ließ ab 1908 bei der Firma Hartmann ebenfalls eine schwere fünffach gekuppelte Tenderlok mit der Baureihenbezeichnung 94/20 entwickeln. Die Vierfachkupplung der Tenderloktypen anderer Staatsbahnen wurde dabei übersprungen. Charakteristisch war der Belper-Hinterkessel, andere Merkmale wie der Krempenschornstein veränderten sich später.
Nachteile ergaben sich durch einen kürzeren Kessel und weniger Platz für die Vorräte. Einsatzarten waren auch bei dieser Lok Güterzüge, Personenzüge auf Nebenbahnen, Verschiebe- und Steilrampendienst. Für den letzteren waren wie bei der 94/5 einige der Exemplare mit einer Gegendruckbremse ausgestattet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden alle Loks auf ein rundes Dutzend BWs der Deutschen Reichsbahn verteilt. Sie wurden allmählich von V60-Dieselloks der DR verdrängt. Ihr letztes Heimat-BW war Aue. Von dort aus erfolgte ihr Einsatz auf der Steilrampe von Eibenstock-Unterer Bahnhof nach Eibenstock-Oberer Bahnhof. Diese Loktype ist als Weiterentwicklung der Baureihe 95/66 anzusehen, welche im Anschluss besprochen wird. Ihr Erscheinungsbild ist überaus beeindruckend, insbesondere im Fahrbetrieb. Wer diese oft Bergkönigin genannte Lokomotive im Winter auf steigungs- und kurvenreichen Strecken erlebt hat, weiß, dass die Eindrücke auf den Betrachter nur unvollkommen wiedergegeben werden können. Satt sehen und satt hören an dieser Lok kann man sich in dem Film Dampf und Rauch über Thüringer Schienen, der ebenfalls auf diesem Kanal zu finden ist. Einige Daten vorab. Erstes Baujahr 1920, Achsfolge 1E1, Zwillingstriebwerk, Kuppelraddurchmesser 1400 mm, Höchstgeschwindigkeit 65, später 70 km/h, Lokdienstlast 127,4 Tonnen, Leistung 1620 PSI. Der Kesselüberdruck betrug dabei lediglich 14 bar. Bedeutendster Verwendungszweck der mit Gegendruckbremse ausgestatteten Fahrzeuge: Zug- und Schiebelokdienste auf denjenigen Steilrampen der Mittelgebirge, die einen starken Oberbau besaßen. Stark, weil er der Achslast von maximal 19,5 Tonnen standhalten musste. Zur Erinnerung: Die Achslast der Baureihe 94/5 betrug nur maximal 17,2 Tonnen, obwohl sie keine Laufachsen besaß. Wie bei den Loks der Baureihe 94/5 führte der 95er Einsatz auf einigen der Steilstrecken zum Ende des aufwendigen Zahnstangenbetriebs. Ab 1966 wurden zur Freude des Personals Ölfeuerungen in diejenigen 95er eingebaut, die in der DDR verblieben waren. Den Zahnradbetrieb auf den Steilstrecken der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn aufgeben zu können, entwickelten deren Generaldirektor und der Chefkonstrukteur von Borsig ab 1917 die berühmte sogenannte Tierklasse mit den mächtigen Maschinen namens Mammut, Elch, Büffel und Wisent. Diese sehr verlässlichen Lokomotiven brachten eine so große Lokreibungslast auf die Schiene, dass dies ermöglicht wurde. Die Loks, die nach dem Krieg mit der Bezeichnung 95/66 von der Reichsbahn übernommen wurden, dienten als Vorbild bei der Konstruktion der noch schwereren und stärkeren Reichsbahnbaureihe 95. Zweifellos ein Genuss ist der Blick in das hochinteressante Triebwerk mit 2x4 gekuppelten Achsen bei der Vorbeifahrt einer schweren Vierzylinder-Verbund-Tenderlokomotive der Bauart Mallet.
Dieser ab 1913 von Maffei gebaute Gigant, ab 1922 nochmals verstärkt, diente vornehmlich dazu, schwerste Züge über Steilrampen nachzuschieben, wobei eine sehr gute Kurvenläufigkeit durch die Art des Fahrwerks gegeben war. Die Maschinen wurden daher auch außerhalb Bayerns eingesetzt, unter anderem auf der Rampe Brügge Lüdenscheid mit einem 379 Meter langen S-förmigen Tunnel. Die hohe Anzahl der gekuppelten Achsen erlaubte die Unterbringung eines großen, leistungsfähigen Kessels und ermöglichte eine hohe Reibungslast bei vertretbarer Achslast im Hinblick auf den Streckenoberbau. Der Lokführer musste mit der Handhabung dieser komplexen und derzeit stärksten Tenderloks Europas allerdings sehr vertraut sein. Der einzige Zahnradbetrieb der Königlich Bayerischen Staatsbahn fand auf der Strecke Erlau-Wegscheid statt. Kraus lieferte vier Maschinen, deren Konstruktion in vielem mit der Bauweise der badischen 9B hoch 1 übereinstimmte und je ein Heißdampftriebwerk für den Reibungsbetrieb und, darüber angeordnet, für den Zahnstangenbetrieb besaß. Zwischen der ersten und der zweiten Kuppelachse waren zwei Triebzahnräder in einem besonderen Rahmen innerhalb des Hauptrahmens fest gelagert. Die Triebzahnräder wurden durch zwei darüber gelagerte und miteinander gekuppelte Zahnräder angetrieben. Kurbelscheiben und Treibstangen verbanden diese Zwischenzahnräder mit den Zylindern. Das Zahnradtriebwerk lief doppelt so schnell wie das Reibungstriebwerk und bewegte sich stets entgegengesetzt zu diesem. Im Reibungsbetrieb arbeitete die Hochdruckmaschine als Zwilling. Die Zuschaltung der Zahnradmaschine erfolgte über Drehschieber, die den Hochdruckzylinderabdampf in die Niederdruckzylinder leiten. Auch ein Betrieb als Vierling war möglich. 1963 beendete der Einsatz von Schienenbussen den aufwendigen Zahnradbetrieb auf dieser Strecke. Die badische Version dieser hybriden Bauweise war die Gattung 9B hoch 2, später 97 hoch 2. Sie wurde auf der Höllentalbahn eingesetzt. Die ersten drei dieser Maschinen wurden mit Heißdampftriebwerk gebaut, vier spätere, zwar verstärkt, aber nur noch mit Nassdampftriebwerk ausgestattet. Im Bild hilft unsere Maschine einer zahnlosen Schwesterlok der Gattung Badische 6B hoch 1 über den Berg. Die Lokomotiven beförderten auf dem Zahnstangenstreckenabschnitt Hirschsprung hinter Zarten bei 45 Promille Steigung ein 150-Tonnen-Zug mit ca. 12 km/h. Die Entwicklung der Baureihe 85 machte auf dieser Strecke den Zahnradbetrieb schließlich überflüssig. Die Reichsbahndirektion Stuttgart und die Maschinenfabrik Esslingen entwickelten für die Steilstrecke Honau-Lichtenstein in insgesamt vier Exemplaren die stärkste deutsche Zahnradlokomotive. Die fünffach gekuppelten Vierzylinder-Verbundloks bekamen buchmäßig noch die Gattungsbezeichnung Württembergische HZ, liefen aber bereits als Baureihe 97 hoch 5. Sie dienten als Ersatz für die nur dreifach gekuppelten Loks der Gattung Württembergische FZ. Ihre Heimat war mit einem Zwischenspiel in Reutlingen das BW Tübingen. 1961 beendete der Einsatz von Zahnrad-Schienenbussen der Reihe VT 97 auch ihre Verwendung. Eine der Nassdampf-Vierzylinder-Verbundlokomotiven mit zwei Triebwerkdrehgestellen der Bauart Meyer, erbaut von der Firma Hartmann für die neigungs- und krümmungsreiche, vorrangig dem Kohletransport dienende Windbergbahn bei Dresden, später auch in Doppeltraktion vor Ganzzügen des Uranbergbaus in Dresden-Gittersee. Wir simulieren einen Rollenprüfstand zur Beobachtung des Triebwerks. Nachteile waren: die Neigung zum Schleudern beider Triebwerke und die Undichtigkeiten der flexiblen Hoch- und Niederdruckdampfleitungen. Die gleiche Antriebsbauweise wurde auch bei einer weit verbreiteten und sehr erfolgreichen Schmalspurbaureihe verwendet. Die bayerischen Lokalbahnlokomotiven der Unterbaureihen 98 waren fast alle um die Jahrhundertwende erbaut worden und bedienten Neben- und Kleinbahnen.
Nur wenige erreichten die frühen 1960er Jahre. Das zweiachsige sogenannte Glaskastal der Baureihe 98/3 in verschiedenen Varianten, insbesondere mit und ohne Blindwelle, teilweise mit Innen-, teilweise mit Außentriebwerk, war für den Ein-Mann-Betrieb vorgesehen. Es hatte eine Heißdampfmaschine, Unterschubfeuerung und halb selbstständige Rostbeschickung. Das Führerhaus umfasste den Langkessel und trug große Fenster. Diese kleinen Lokomotiven wiesen einen guten Massenausgleich auf und erfreuten daher auch bei ihrer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h das Personal mit einem sehr ruhigen Lauf. Sie wurden von einem Dutzend Bahnbetriebswerken in Bayern, Franken und Schwaben eingesetzt. Die D11 ist eine ab 1895 von Krauss und Maffei gebaute Tenderlokomotive. Einige Daten: Kesselüberdruck 12 bar, Nassdampf, 2 Zylinder, Leistung 320 PSI. Ein aus hinterer Kuppelachse und Schleppachse gebildetes Krauss-Helmholtz-Drehgestell, Westinghouse-Bremse für den Wagenzug und Riggenbach-Gegendruckbremse plus Wurfhebelbremse für die Lok. Seitenverschiebbarkeit der Schleppachse und der hinteren Kuppelachse. Erste Kuppelachse und Treibachse fest im Rahmen gelagert. Die Maschinen dieser Baureihe bildeten die größte Gruppe der bayerischen Lokalbahnloks und waren in fast allen bayerischen Betriebswerken zu finden, was für ihre Beliebtheit spricht. 98507 schied 1960 in Nürnberg als letzte ihrer Art aus, hat aber jahrelang in Weiden abgestellt, schließlich als Denkmallok vor dem Hauptbahnhof in Ingolstadt überlebt. Für besonders kleine Gleisradien bestimmter Nebenbahnen entwickelte Maffei eine kleine Nassdampf-Vierzylinder-Verbundlok der Bauart Mallet. Damit war die Kurvengängigkeit zwar gewährleistet, die Laufeigenschaften insgesamt erwiesen sich jedoch als nicht gut. Die sehr kurzen Achsstände in beiden Triebwerken führten zu unruhigem Lauf und zu häufigem Schleudern. Der Verschleiß war hoch. Es blieb bei 31 Exemplaren, die bald ausgemustert wurden. Drei von ihnen verkaufte die DRG an verschiedene Firmen. Lok 98727 versah im Werk Regensburg der Südzucker AG als Zuckersusi noch 1968 ihren Dienst. Von da aus gelangte sie als betriebsfähige Museumslok nach Darmstadt. Nach einem schweren Unfall wird das interessante Fahrzeug seit einigen Jahren dank der Stiftung Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein von Grund auf erneuert. Diese Aufarbeitung wird im Internet detailliert und chronologisch dokumentiert. Hier handelt es sich um die mit 450 PSI stärkste bayerische Lokalbahnlok. Eine sehr kompetent ab 1911 von der Firma Krauss konstruierte, erfolgreiche Heißdampfmaschine. Dafür sorgen unter anderem die seitenverschiebbaren Achsen nach dem System Gölzdorf. Gleisbögen werden damit sehr gut durchfahren. Auch diese Baureihe gab es in den meisten bayerischen BWs und auf zahlreichen Lokalbahnstrecken. Bedingt vor allem durch den kleinen Durchmesser der Kuppelräder von 1006 mm betrug die Höchstgeschwindigkeit nur 40 km/h. Daraufhin wurden Varianten mit Laufachsen entwickelt, die die Bezeichnung 98/10 und 98/11 erhielten. 1970 fand die Abschiedsfahrt der 98812 als letzte ihrer Gattung statt. Dank der Ulmer und Darmstädter Eisenbahnfreunde blieb sie uns sogar aktiv erhalten, während ihre Schwester 98886 immerhin als Denkmalslok am Schweinfurter Hauptbahnhof überlebte. Auf Wunsch der DRG entwickelten Krauss und Maffei eine Variante mit Nachlaufachse, bei der es sich offiziell um einen Neubau nach Einheitsnormen, tatsächlich aber um eine weitere abgewandelte GTL 44 handelte.
Hierbei konnte die Höchstgeschwindigkeit nur um 5 km/h gesteigert werden, aber wichtiger war, dass dank der Schleppachse größere Vorräte mitgeführt werden konnten, wozu auch die Höherlegung von Kessel und Führerhaus diente. Die höhere Kessellage ermöglichte nämlich den Anbau größerer Wasserkästen zur besseren Sicht nach vorne abgeschrägt. Diese Variante wurde mit einer vorderen Laufachse ausgestattet und von einem Bisseldrehgestell geführt. Auch bei dieser Lok hat man die Lage des Kessels erhöht und so die Kapazität der Vorräte vergrößert. Die DRG ließ 28 Exemplare der Baureihe 98/8 in diese als 98/11 bezeichnete Variante umbauen, die in beiden Fahrtrichtungen immerhin 55 km/h schnell fahren durfte und dies bei großer Laufruhe. Die Lok 98/11/25 hat bis Ende 1968 eine Laufleistung von 1.600.000 Kilometern erreicht. Kurz vor ihrer Verstaatlichung ließ die LAG von Krauss-Maffei zwei Lokomotiven mit jeweils einer Vor- und einer Nachlaufachse konstruieren. Als Splittergattung war den Loks trotz ihrer Vorzüge kein langer Einsatz beschieden. Man hat sie bereits 1960 in Kempten ausgemustert. Diese beiden Loks erwiesen sich im Betrieb mit 70 km/h als die schnellsten und mit 470 PSI auch als die leistungsfähigsten aller bekannten Lokalbahnlokomotiven, mit Ausnahme der sächsischen ITV, später Baureihe 98/0, welche in ihrer stärksten Version eine Leistung von 540 PSI erbrachte. Einige der zweiachsigen Loks aus den 1880er Jahren haben als Museums- oder Denkmalexponate vorher oft als Industrieloks überlebt. Dazu zählt diese Lok des Typ Bayerische D6 namens Berg, später formal 98/75/08, die bis 1964 im Torfwerk Raubling bei Rosenheim eingesetzt war und ab 1966 in den Besitz der DGEG gelangte. Die Lokomotiven dieser Baureihe, die praktischerweise einen direkten Zugang für das Zugbegleit- bzw. Lokpersonal während der Fahrt besaßen, werden als zuverlässig, wirtschaftlich und pflegeleicht beschrieben. Die Zahl der Gattungsuntergruppen von Dampflokomotiven, die für Schienen mit kleineren Spurweiten um die Jahrhundertwende herum und ein bis zwei Jahrzehnte später gebaut wurden, ist kaum zu überschauen. Sogar im späten Zeitraum unserer Schmalfilmaufnahmen zwischen den 1960er und 1980er Jahren war die noch vorhandene Typenvielfalt sehr groß. Daher wollen wir an dieser Stelle nur einen stimmungsvollen Eindruck des besonderen Flairs dieser zu ihrer Zeit sehr nützlichen Fahrzeuge im alltäglichen Dienst vermitteln. Wir zeigen einen Teil der Harzer Schmalspurbahn und besuchen danach die früher weit verbreitete sächsische 4K auf der Pressnitztalbahn und der Döllnitzbahn. Die Schmalspurloks werden sowohl als Zugpferd vor Personenzügen als auch im Güterzugdienst eingesetzt.
Thank you.